Es war ein haben wir eben schon ein bisschen drüber geredet, ein bisschen kampfintensives, sehr laufintensives Spiel auf dem, ja, tiefen Boden, sage ich mal. Wir wussten, Lüneburg wird viel daran setzen zu gewinnen, weil die noch im Abschiedskampf sind, haben jetzt ein paar Nachholspiele gehabt und die sind nicht so ausgefallen, wie sie es vielleicht gewollt hätten. Deshalb war der Druck so ein bisschen auf deren Seite und wir konnten relativ befreit ausspielen. Natürlich wollten wir aber gewinnen und das haben wir, glaube ich, auch von der ersten Minute an gezeigt. Wir waren aggressiv in den Zweikämpfen, waren dran am Mann und haben die entscheidenden Zweikämpfe dann auch letztendlich gewonnen. Immer wieder mal ein paar Konter gesetzt oder uns ganz gut durchgespielt, dann über die Seiten. Sind dann auch teilweise zu Abschlüssen gekommen, aber noch nicht so, wie wir das wollten. Dann schießen wir nach dem Standard, wird aber erst geklärt, dann flanken wir den Ball nochmal rein und gehen dann in Führung. Schöner Kopfball von Lüneburg war das. Und ja, dann zweite Halbzeit war das natürlich ein bisschen offener. Lüneburg musste ein bisschen aufmachen. Wir waren immer noch gut in den Zweikämpfen, haben wenig zugelassen und wenn doch einer mal da war, hat dann Höcki den gut gehalten. Ja, durch den Konter fällt dann das 2-0. Ich bin nur noch zwei Gegenspieler vor mir. Gehen ein kleines Dribbling und dann ist so ein bisschen Ping-Pong-Aktion. Und ja, der Ball geht dann letztendlich irgendwie unhaltbar rein. Und das war es dann. Dann war der Drops gelutscht und ja, Lüneburg war dann erledigt quasi. Ja, ich glaube, dass wir das über 90 Minuten. Zwei Drittel des Feldes ganz ordentlich gespielt haben, so haben gut hinten rausgespielt, haben uns im Mittelfeld auch ganz gut bewegt, auch vorne die Anspielpunkte gesucht, aber so Großtorchancen haben wir uns da nicht herausgespielt, haben uns da sehr, sehr umständlich manchmal angestellt, auch manchmal unglücklich und diese zwei, drei Chancen, die man pro Halbzeit hat, sei es durch Standardsituationen oder dann auch mal, dass man sich über außen durchspielt und durchsticht, da haben wir dann wirklich diesen Mut vermissen lassen, auch zum Abschluss zu kommen. Ja, beide Mannschaften standen gut und wenn man dann nicht das Tempo in die Aktion bekommt, ist es natürlich unglaublich schwer, gegen eine tiefstehende, gut stehende Mannschaft zu spielen. Also ich habe Lüneburg gerade mit einer Fünferkette, Dreierkette so irgendwie in dem Dreh gespielt, mit drei potenziellen Innenverteidigern auf dem Platz. Da weißt du natürlich schon, dass du die Chancen, die du hast, dann auch nutzen musst und ja, das haben wir dann gemacht. Das glückliche Ende hatten wir dann am Ende. Wir haben uns in vielen Bereichen neutralisiert, aber trotzdem, glaube ich, hatten wir so ein leichtes Chancenplus und auch, was das Thema Ballbesitz betrifft, ein Übergewicht, haben das Spiel, glaube ich, auch ganz gut kontrolliert, aber sind dann unglücklich durch eine Standardsituation in Rückstand geraten und das 2-0 war dann so bezeichnend für uns, wo der Ball da zweimal irgendwie abgefälscht wurde und ein eigener Spieler den Ball ins Tor dann lenkt. So viele Aktionen, wo der Ball zu beiden Seiten springen kann, da war Norderstedt einen Tick schneller dran und das hat uns einfach heute gefehlt, dieser Tick vorausschauend zu spielen und vielleicht mal zu erahnen, wohin die Kugel fliegt.